Ja, wer ist ein guter Junge, hä? Ja, wer ist ein guter Junge? Du bist ein guter Junge! Ja, genau, du, der Grüne da! Du bist ein guter Junge! Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das gewesen war, aber wird bestimmt auch keinen bestimmten Grund gehabt haben, weshalb das irgendwie da war, oder? Oder Newton? Ja, genau, da würde ich mich auch irgendwie abwenden wollen, um nicht von diesem Idioten, der da irgendwie gerade am Sprechen ist, angeblabbert zu werden. Genau, ne? Gut, dass du da oben tot bist, hoffentlich. Juti, moin allerseits und willkommen zurück zum MacRunner. Ich würde mal sagen, Newton, du hebst mich mal hoch, ja? Ah, das war die falsche Taste. Und das bewirkt gerade gar nichts. Warum? Ach so, genau, warte mal. Jetzt vielleicht. Geht doch, was haben wir eigentlich da oben? Irgendwie muss doch da oben auch noch was. Oh. Okay, dann musst du mich hier... Oh nein, dann muss ich jetzt mit dir wieder ganz nach oben fahren. Das hat ja beim letzten Mal schon ganz gut geklappt. Wobei, warte mal, kann ich hier einfach drüber springen? Okay. Kleinen Moment, bitte. Bevor mein Controller schon wieder hier wie blöde sich melden muss, ne, tue ich den lieber mal wieder wegpacken. Das vergesse ich ständig. Ich packe den jedes Mal wieder zurück. Und vergesse jedes Mal bei der Aufnahme, dass ich den da wieder nicht hier hingetan habe. Oder eigentlich sein sollte, während ich das hier aufnehme. Warte mal. Ich habe hier was Explosives. Wieso? Warum? Was war? Wieso? Was habe ich davon? Geil. Da kann ich auch machen. Und zwar mit meinem Kopf gegen die Wand. Ach so, damit ich rüberspringe. Okay. Geil. Und nu? Was ist denn da hinten? Ah, das ist, warum ist hier eine Gatling? Warum ist da eine Gatling? Sag mal, kannst du mir mal sagen, warum da eine Gatling ist? Hallo? Sag mir mal, warum da eine Gatling ist. Tu nicht so, als wärst du nicht da. Kann ich den da irgendwie andirtschen? Ja, schon. Ich weiß aber nicht, was ich davon jetzt irgendwie hab. Hat der überhaupt irgendeinen Nutzen? Ich bezweifle gerade irgendwie. Ah, okay. Irgendwas sagt mir, ich muss da durch. Irgendwas sagt mir, ich muss da durch. Und da oben ist auch so eine Plattform, sehe ich gerade. Super. Da kann ich, glaube ich, gar nicht rein, ne? Dann klatsche ich mal Newton hier unten hin und ich flieg mal weg. Tschüss! Oh, was? Das war ja irgendwie... Das war gerade ein bisschen sehr direkt, fand ich. Ach so, ich muss jetzt wieder... Ah, okay. Zieh mich hoch, Newton! Ab nach oben! Wo sind wir denn hier? Keine Ahnung, wo ich bin. Auf jeden Fall weiß ich, dass da oben ein Ausgang ist, an den ich nicht rankomme. Wait a second. Oh, sag mir jetzt nicht, dass ich den da hinten benötige. Nein. Nee, ne? Wie soll ich das denn hinbekommen? So, Newton, guck mich nicht so doof an. Gib mir lieber eine Antwort, wie ich jetzt das hier irgendwie hinkriegen soll. Ich meine, wenn ich den da jetzt doch nur einfach wegschiebe, dann bringt es mir ja jetzt nicht gerade wirklich was. Oder? Nö. Super. Oh. Ja, mitdenken ist nicht gerade meine Stärke. Rot. Okay, das hat funktioniert. Ich weiß nicht wie, aber es hat funktioniert. Es hat irgendwie funktioniert. Ich weiß aber nicht wie. Und das, was ich da jetzt gerade vorhabe, funktioniert schon mal gar nicht. Okay, bye. Ah. Brauche ich diese verdammte Kiste überhaupt? Wobei, was ist denn da unten überhaupt? Irgendwas ist doch auch da unten, oder nicht? Was ist denn da überhaupt? Weil da hinten ist zwar ja eine Plattform und ein Gatling-Geschütz, aber irgendwas muss doch dahinter sein, aber ich kann nicht sehen, was.
Was ist das überhaupt? Da hinten? Nö, das ist einfach nur so eine komische Plattform oder so. Kann das sein? Ich sehe da keinen Würfel. Aber habe ich hier irgendwann übersehen wieder? War ja nicht das erste Mal, dass ich hier irgendwelche Dinge übersehe. Ja, und die Plattform kann ich ja nicht dahin schieben. Das ist blöd. Sag mal. Was muss ich denn hier machen, sag mal? Bye. Ich verstehe dieses Rätsel nicht. Ich glaube aber, dieses Rätsel versteht auch mich nicht. Ich gehe mal runter. Haben wir hier irgendwas drinne? Nö. Könnte aber eine Art Geheimnis sein, oder? Weiß ich jetzt gerade nicht so recht. Hi. Seid ihr irgendwo? Oh, da ist ein Würfel! Wie komme ich denn an... Oh, warte mal kurz. Oh ne, wie kann ich denn den Würfel da anmarkieren? Kann ich da hoch? Kann ich da hoch? Nein, kann ich nicht. Are those statues or petrified? We have to get out of here, Newton. It's like they got stuck trying to get into our world. Because giant monsters aren't bad enough. Ja gut, dass sie verschonert sind. Oh, ich kann hier hoch. Ich bin zumindest erfolgreich hochgekommen, aber ich hätte vielleicht nicht direkt in den Lauf von diesem blöden Teil springen sollen. Ja. Hätte das überhaupt funktioniert? Ich weiß es nicht. Ich versuch's nochmal, weil Dummheit muss halt, muss halt irgendwie Früchte tragen und so. Okay, der ballert sofort los, wenn ich da auch nur ansatzweise in die Nähe komme. Okay, das war ja schon so, das war ja so oder so ja schon eigentlich klar gewesen, ne? Aber... Wie komme ich da jetzt an diesen blöden, verdammten Würfel da hinten ran? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich meine, ich könnte jetzt einfach sagen, komm, weißt du was, ich no-clip jetzt einfach da durch und... Ne, fertig, dann mache ich hier den Würfel dahin und... Wobei, dann kann ich eigentlich genauso gut zur Tür dahin gehen. Aber, nee. Ich will wissen, wie ich da hinkomme. Wie komme ich da hin? Kann mir das mal hier einer sagen? Ich bin hier gerade irgendwie zu doof. Kann ich hier auf dem draufstehen hier? Wobei, selbst wenn, was bringt mir das? Da hinten ist kein Würfel, super. Das Einzige, was ich wüsste, wäre halt irgendwie, dass ich irgendwas mit dieser blöden Kiste da hinten mache. Oh, wait a second. Kann das vielleicht sogar so sein? Kann das vielleicht sogar so sein, dass ich sogar diese Kiste da hinten benötige, damit ich irgendwie dieses blöde Teil da zerschieß irgendwie? Mann, bist du lahmarsch. Ich kann es dir mal ein Beispiel an der Plattform da hinten nehmen. Die war viel schneller. Dirt. Das ist ja, als würde ich hier gerade auf eine Oma mit Krückstock reiten. Na gut. Hoffentlich funktioniert das. Meins. Those statues are petrified. We have to get out of here, Newton. Das hast du gerade schon mal gesagt. Trying to get into our world because giant monsters aren't bad enough. Schieß nicht. Ja, das ist gut. Nein. Fuck! Super. Das habe ich ja gerade toll hinbekommen. Das ist, ja. Komm ich da verdammt nochmal hin? Ist hier irgendwo eine Wand, die löchrig ist? Kann ich da irgendwo, ist da nicht irgendwie noch ein Weg oder was oder wie oder was oder wo oder sehe ich hier irgendwas? Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt wirklich allen Ernstes das bescheuert... Oh, das kann doch nicht sein, ey. Das ist ein beschissenes Rätsel. Boah, selbst wenn ich jetzt hier oben hätte... Hi, Newton. Selbst wenn ich das Ding hier oben hätte, was soll's damit? Was soll ich damit? Ich meine, ich könnte höchstens... Oh. Yo. Weißt du was?
Die Plattform da oben, ne, die ist dafür da, damit ich den da vielleicht irgendwie ranziehe, hoffentlich, ohne dass das Ding explodiert. Und dann gegebenenfalls an möglichst irgendwie der Stelle hier quasi die Plattform mit einer anderen Aufladung verziehe und dann irgendwie das Teil explodiert und hoffentlich die Gatling auch. Richtig? Ich glaube ja. Okay. 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 Wird langsam. Und jetzt. Kapuja! Ich hab's hinbekommen. Geil. Yay! Yeah, ich hab einen verdammten Würfel. Und jetzt komme ich hier nicht raus. Was soll denn der Scheiß? Wieso komme ich hier nicht raus? Was? Wie? Was? Warum? Sag mal, so fett bin ich nun auch wieder nicht, dass ich hier nicht rauskommen kann. Ach so. Okay, ja, dann sag mir doch mal einer hier. Zieh mal an hier. Danke. Ach, vorbei. Gib mir her, das Ding. Danke. Ah, das war ja was. Das ist jetzt... Oh, Mann, ey. So unnötig gewesen. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Nee, danach meine ich. So, jetzt schön nach oben. Die Tür aufmachen. Und dann kann ich hier raus. Und jetzt ab zum nächsten Rätsel. Endlich mal. Wenn meine eigene Dummheit mir nicht ständig im Weg stehen würde, dann würde ich wahrscheinlich weitaus schneller vorankommen. Newton, hau mal ab. Danke, du bist schon mal weg. Dann, rot. Nein, nicht zur Seite! Alter, warum gehst du zur Seite, du Scheißwürfel? Hier, jetzt kannst du zur Seite gehen. Auf Nimmerwiedersehen. Ach, schon wieder ein Aufzug? Wo komme ich denn jetzt schon wieder hin? Dax, I'm here. I made it to the control room. I can't find Xander, though. You have to see this. He's painted the walls with weird symbols, and the terminals are streaming some kind of language. I don't know what this is. What is Xander doing up there? Why does that word sound familiar? I remember it from somewhere. He's out of his mind, Dax. No normal person would do this. Wait. But Xander, he's here. No! No, get away from me! Cass! Du kennst sie gar nicht, aber okay. Und das, was du meinst, ist nicht Cthulhu, sondern Cthulhu. Und ja, du kennst ihn. Aus dem Internet. Klar, kein Wunder, warum man ihn kennt. Internet kennt doch jeder Sau. Und naja, warum auch nicht alles andere? Netter, großer Raum. Was ist denn das da jetzt? Was ist das? Ach so, das schon wieder. Ach, jetzt gibt's zwei von euch Dingern und jetzt muss ich euch beide irgendwie hoffentlich nicht gleichzeitig kaputt kriegen. Oh, jetzt noch ein dritter. Kommt noch irgendwo ein vierter raus, vielleicht da oder so. Was haben wir denn hier alles so? Außer da oben schöne Farbe. I'm listening. I need you to find out everything you can about Xander Deverin. He's one of them. A cultist. He's trying to kill everyone in here. Well, let me see what I can find, Dax. Be careful. Du bist echt gechillt. Du trinkst die ganze Zeit deinen Kaffee, bist da in deinem komischen Raum, machst eigentlich nichts anderes, außer da irgendwie die ganze Zeit irgendwas rumhacken. Wahrscheinlich nebenbei auch irgendwelche Spiele spielen, wahrscheinlich Solitär oder so. Ich meine, warum nicht, ne? Sechs Arme, einer davon hat Pause die ganze Zeit. Tagchen, Würfel. Was ist das denn hier? Das ist Glas? Hoffentlich kriege ich das hier mit irgendeinem Würfel zerschmettert. Wenn nicht, werde mich nicht so gut. Aber wobei, das könnte auch irgendwie so eins sein, was ich irgendwie hochheben muss. Kann ich da rein? Ja, kann ich rein. Komische Physik von dem Wasser. Was haben wir denn noch so? Da hinten ist auch schon wieder irgendwas mit Glas und einem Würfel. Da hinten ist nichts mehr. Hier geht's hoch. Okay, wo geht's denn da sonst noch hin? Ach, ich vergesse ja. Hier kann man ja nicht rennen. Da kann man ja nicht rennen, weil Rennen ist so eine Fähigkeit, die gibt halt nicht. Ne? Ich meine, man kann entweder so einen komischen Cyber-Magnetarm haben oder man kann durch die Gegend rennen. Aber beides geht nicht.
Warum auch? So viel kann ich mir doch nicht leisten. Das ist ein Witz, oder? Ey, das ist ein Witz, ne? Zwei Gatlings. Und warte mal. Ich kann die nicht... Ah, ich kann die gerade nicht bewegen, aber... Du willst mir jetzt nicht allen Ernstes erzählen, ich kann diese Scheißdinger durch die Gegend bewegen? What? Und jetzt sag mir nicht, dass ich mit diesen Dingern irgendwie... Nee, geht ja gar nicht. Die können sich ja, glaube ich, nicht drehen. Super. Das ist ja, ich mag das Rätsel ja jetzt schon nicht. Ich dachte, das letzte Rätsel, das wäre ja eigentlich einfach gewesen, aber habe ich ja gesehen, alles andere ist einfach. Und das Rätsel hier, das ist ja jetzt, also, Gut, dass ich nicht bei Harvard studiert habe oder sonst irgendwo, sonst würde ich das hier wahrscheinlich innerhalb von einer Sekunde irgendwie hinkriegen können. Super. Naja, mal schauen, wie ich das irgendwie in der nächsten Folge da irgendwie geregelt bekomme, das hier irgendwie hinzubekommen. Aber bis dahin einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Kann ich da reinspringen? Ah, fast. Wobei, selbst wenn ich da drin gewesen wäre, dann wäre ich aber ziemlich gefangen, oder? Naja, was soll's. Bye, bye.